Hallo Welt, da sind wir wieder in unserem Apartment. Und wir schauen mal, ob wir... Ja, wir haben eine neue Nachricht. Essen nachholen. Von Joker wahrscheinlich. Nein, von Samantha Trainer. Danke, dass Sie mich... nein, hier steht. Danke, dass Sie sich mein Duell mit T'Souza angesehen haben. Das mit dem Mittagessen tut mir wirklich leid. Wir sollten es nachholen. Sagen Sie mir, wann Sie Zeit haben, dann komme ich vorbei. Aha. Und, können wir das jetzt sagen? Nein, können wir nicht. Aber wir können Einladungen verschicken, denke ich doch. Party feiern? Okay, das wird einsam, wenn wir ganz alleine da sitzen. Wir können alle einladen. Oder einzeln die Leute, also alle verfügbaren Gäste, zu der Party einladen. Na gut, Cortez können wir also einladen, einzeln die Leute. Leutnant Cortez ist zur Party eingeladen. Ist? Ja, das sind so viele. Ich glaube, da können wir das andersrum machen. Wir laden alle ein. Und gehen dann durch, wen wir nicht dabei haben wollen. Aber wie ich das so sehe, ist das schon gut so. Wir können alle einladen. Fehlt da nicht jemand? Irgendwer fehlt doch. Ja, was ist mit Vrex? Ach, hier unten, Vrex. Charlie fehlt, Miranda fehlt. Na, alle einladen, sagen wir mal. Jawohl. Welche Art von Party möchten Sie denn heute haben, Commander? Ich kann alles für ruhige Gespräche vorbereiten. Oder hätten Sie es lieber etwas wilder? Naja, fangen wir erstmal ruhig an, oder? Wir können mehrere Partys feiern. Ja, dann feiern wir die nächsten Wochen durch. Mir wäre entspannt lieber. Natürlich, Commander. Ich spiele ruhige Musik und reiche Erfrischungen. Außerdem werde ich mich etwas festlicher zurechtmachen. Ach was. Hey, nur herein. Danke fürs Kommen. Danke für die Einladung. Fühlen Sie sich alle wie zu Hause? Danke. Freut mich, hier zu sein, Shepard. Ja, schön. Gute Tinte. Aber Sie haben noch viel zu tun, bis Sie mich einholen. Na, das habe ich mir nur machen lassen, als ich vor ein paar Jahren meinen Trupp verloren habe. Hey, wie sind Sie zu dem da gekommen? Und wie weit geht es runter? Taktvoll wie immer. Was denn? Ich will's doch nur wissen. Ich mag Tattoos. Hey, Shepard. Trinken Sie auch was? Okay. Wie geht es allen? Sehr gut bis jetzt. Es ist wirklich schön hier. Es ist sehr entspannt. Es ist toll. Ruhig. Nach der Aufregung während der Mission ist ruhig doch gut, oder? Mal im Ernst. Wir könnten wirklich einen Zahn zulegen, Shepard. Die Nacht ist ja noch jung. Mir gefällt es so. Ganz Ihrer Meinung, Boss. Bin froh, einfach mal abzuschalten. Ah, hier sind ja auch noch welche. Oh, wie festlich. Das ist ja super. Mit Fliege. Ach, wie schön. Dieses Apartment ist einfach unfassbar groß. Da kostet ja nur der Strom pro Monat mehr als meine gesamte College-Ausbildung. Oder der komplette Krieg. Oder die Anzahlung für einen Atlas-Mac. Sowas wollte ich schon immer.
Shepard, wie sieht's aus? Bleiben die härteren Getränke unter Verschluss? Andernfalls müsste ich später alle nach Hause fahren. Sind wir denn sicher, dass die Normandy noch da ist? Hat schon wieder jemand versucht, sie zu stehlen? Die Normandy stehlen? Interessante Idee. Moment. Was? Wer... Trainer, haben Sie Ihre Zahnbürste noch? Keine Sorge, Cerberus würde uns bestimmt voller Freude die SR3 bauen. Wir hatten viele gute Zeiten auf dem alten Mädchen. Das kann man wohl sagen. Unbedingt. Einige mehr als andere. Es ist mir eine Ehre, dazu gestoßen zu sein. Auf die Normandy. Und auf die Liebe zum Captain des Schiffs. Hi. Ich versuche, Kontakt zu finden. Ich bin daran nicht besonders gut. Vielleicht können wir später was unter vier Augen machen. Da muss ich erst in meinem Terminkalender nachsehen. Ach ja, Dr. Chakwas lässt sich entschuldigen. Irgendeine dringende medizinische Angelegenheit auf der Citadel. Sie hat aber irgendeinen teuren Schnaps geschickt. Großartig! Wäre doch toll, wenn Sie es probieren könnten. Es ist schön. Ich verbringe sonst nicht viel Zeit so mit den anderen. Als Freunde. Ich bin froh, dass das hier möglich war. Na? Wissen Sie, warum Cerberus verlieren wird? Demografie. Wenn man einen 20-Jährigen ohne Perspektive rekrutiert, wird der sich für die Sache ins Zeug legen. Aber gibt es bei Cerberus alte Leute? Familien? Nein! So eine Terroristengruppe hat keine Zukunft. Und die Bezahlung war zwar gut, aber Urlaubsanträge konnte man vergessen. Da ging gar nichts. Was sagen Sie dazu, Joker? Wie würden Sie Cerberus zum Erfolg verhelfen? Ich würde Cerberus populär machen. Mit einer großen Propagandakampagne, wie bei einer Präsidentenwahl. Wohltätigkeitsdinner, Hände schütteln, Babys küssen. Der Ausdruck heißt Babys küssen. Ich weiß, was ich gesagt habe. Ich vermisse die Zeiten, als Cerberus einfach nur völlig unfähig war. Sie wissen schon, als Jacob am Steuer war. Wie bitte? Von welchem genauen Zeitraum sprichst du da, Jeff? Hey, Commander, hier spricht Cerberus. Wir haben einige Rachni studiert, aber die sind entkommen und haben alle unsere Männer getötet. Könnten Sie sich darum kümmern? Es ist nur ein System von dem Ort entfernt, wo wir einen Mann an die Geth angeschlossen haben, der dann entkommen ist und alle unsere Männer getötet hat. Sie hatten beträchtliche Opferzahlen vorzuweisen. Aber wenigstens waren es damals hauptsächlich Opfer in den eigenen Reihen. Wir wussten, dass einige Zellen schlimme Sachen machten. Aber die Allianz und der Rat haben nichts unternommen. Und wir haben gute Arbeit geleistet. Und kritische Situationen verursacht. Jede Menge davon. Hey, das ist nicht okay, Kasumi. Das mag alles sein. Aber dennoch hat Cerberus Shepard erfolgreich aus einem todesähnlichen Zustand herausgeholt. Und nach dem Sieg über die Kollektoren habe ich mit Cerberus gebrochen, bin entkommen und habe angefangen, alle ihre Männer zu töten. Und dafür danken wir Ihnen. Jeff, du weißt aber schon, dass ich auch ein Cerberus-Projekt bin. Ach, Mist. Haben Sie heute Beobachtungsabend, Edi? Teilnehmende Beobachtung. Das klingt nicht ganz so freundlich. Eigentlich ist es das genaue Gegenteil. Das klingt lustig. Hey, Commander! Irgendwie seltsam, alle auf einem Haufen zu sehen. Finden Sie? Naja, seltsam, aber schön. Es gefällt mir, dass wir nicht immer nur Armdrücken gegen die Reaper machen. Wie auch immer, danke fürs Organisieren. Ich werde versuchen, nicht allzu peinlich zu sein. Ach, tu dir keinen Zwang an. Danke für die Einladung, Shepard. Es ist schön, Sie so zu sehen. Wie gefällt Ihnen die neue Crew? Sie versammeln immer die Besten um sich. Viel Spaß. Werde ich haben. Tja, die haben doch alle Spaß. Wo ist denn Javik? Ach hier, und Grunt. Proteanische Versammlungen waren ganz anders. Wir dachten über die Zukunft nach und respektierten die Toten. Ach ja. Wenn ein paar Korganer zusammenkommen, ist es immer lustig. Und es geht viel zu Bruch. Schon vor langer Zeit war ihre Art nicht dafür bekannt, besonders zurückhaltend zu sein.
Sowas funktioniert viel besser, wenn man redundante Systeme und eine natürliche Plattenpanzerung hat. Wer ist stärker? Sie oder die Tankzüchtung? Was habe ich verpasst? Der Proteaner hier will wissen, wer einen Kampf zwischen mir und Rex gewinnen würde. Es ist eine gute Frage. Nein, ist es nicht. Der Babypie-Jack hier hätte nicht die geringste Chance. Hören Sie nicht auf dieses Fossil. Das Einzige, was der noch besiegt, ist ein Glas warme Milch. Ha! Ich habe Kopfläuse, die größer sind als Sie, Junior. Kroganer labern ziemlich viel, was? Belassen wir es dabei. Ich will keine neuen Möbel kaufen müssen. Das erinnert mich an Koras Nest. Da war ich lange nicht. Ich frage mich, ob es hinter der Bar etwas Stärkeres gibt. Ja, ich sehe schon. Werden wir wohl rausholen müssen. Wenn in meinem Zyklus zu viele Personen in einem Raum waren, liefen sie Gefahr, bei einem Angriff alle zu sterben. Wir sollten vorsichtig sein. In 50.000 Jahren wird sich an diese Party niemand mehr erinnern. Wozu also das Ganze? Ah, Party. Vorsicht. Etwas namens Kasumi befindet sich hier. Es tut so, als sei es unsichtbar. Dumme Primitive. Diesen Augen entgeht nichts. Kasumi finde ich großartig. Es gibt hier zu viele Sachen zum Kaputtmachen. Wird bestimmt eine lustige Party. Ja. Was ist denn das für eine Musik? Doch nicht etwa diese Club-Scheiße, oder? Ich sehe schon, wir müssen einen drauflegen gleich. Hoffentlich können wir die Musik noch ändern. Wenn nicht, dann gefällt mir das jetzt doch nicht so ganz. So ruhig. Ich meine, so kann man es anfangen lassen, aber irgendwann kann man ruhig ein bisschen mehr Stoff geben. Im wahrsten Sinne des Wortes. Oh, kocht das Wasser immer noch? Ja. Super. Ja, Kasumi kommt aber hier nicht so richtig unter, habe ich das Gefühl. Ich muss zugeben, ich fühle mich immer noch ein bisschen wie eine Außenseiterin. Sie alle haben schon viel mehr mit Shepard erlebt. Meistens rennen wir nur rum und ballern, drücken hin und wieder einen Knopf. Aber das macht Shepard eigentlich immer selbst. Ja, immer knapp am Tod vorbei, gerade noch entkommen und öfter fast gestorben, als ich mich erinnern möchte. So gesehen hätte Shepard eine gute Justikarin abgegeben. Dann habe ich ja etwas, worauf ich mich freuen kann. Ja. So, was ist mit der Musik? Glyph. Ihre Gäste sind entspannt und scheinen sich zu amüsieren. Soll ich diese Atmosphäre beibehalten oder ändern? Ach, geben wir Gas. Oder wir sprechen erstmal noch mit den Leuten. Im Moment nicht. Ich will erst noch einiges klären, bevor wir etwas ändern. Natürlich, Commander. Beeindruckendes Apartment. Allerdings. Haben Sie den Wasserfall gesehen? Und den Whirlpool muss ich mir später auch noch mal genauer ansehen. Ohne See. Und hier hat Admiral Anderson gewohnt? Ich könnte nie in sowas wohnen. Ich hätte ständig Angst davor, die Möbel zu zerlegen. Och. James. Hey James, amüsieren Sie sich? Ich bin entspannt, aber amüsieren? Meine Abschlussfeier im Kindergarten war amüsanter als das hier. Sehr witzig. Keine Sorge, ich werde sehen, was ich tun kann. Wissen Sie, ob der Wasserfall da warmes oder kaltes Wasser führt? Ja, das sollten Sie unbedingt. Wasserfall? Ach, er meint hier die Wände. Keine Ahnung. Gucken wir doch mal. Wasser, Wasser. Bist du kalt oder warm? Ich weiß es nicht. Okay, wir ziehen mal etwas das Tempo an. Ihre Gäste sind entspannt und scheinen sich zu amüsieren. Soll ich diese Atmosphäre beibehalten oder ändern? Ach, geben wir Gas. Ich denke, wir sollten etwas mehr Gas geben. Verstanden. Ich spiele schnellere, laute Musik und bereite weitere Cocktails vor. Sehr schön. Die Fliege dreht sich. Oh, wo sind sie? Jetzt haben sie sich aber auseinander irgendwie. Ich habe gehört, ihr findet
Nein, können Sie nicht. Gehen Sie wieder. Wollen wir keine weiteren Gäste hier haben? Das ist so groß, alles so leer. Wie läuft's bei Ihnen? Sie können nicht reinkommen. Es läuft bestens. Das sehe ich. Wollte schon jemand Interessantes rein? Nein, nicht wirklich. Verziehen Sie sich. Nein. Vielleicht sollten Sie mich das entscheiden lassen. Was? Okay, aber ich sag Ihnen, da draußen geht's übel zu. So schlimm kann's doch nicht sein. Hallo? Grant, Sie leisten gute Arbeit. Weiter so. Mach ich. Ich hab Sie doch schon gesagt. Nein. Ja, ich mag Kuchen. Nein, Sie können nicht reinkommen. Super, Grant. Hey, Shepard, danke für die Einladung. Ich war noch nie auf einer Menschenparty. Ich hab viel getrunken, aber sehen Sie mich an. Ich stehe noch. Ja, ja. Schon mal ein Kroganer so viel trinken sehen, dass er sich auf ihren Teppich übergibt? Ich bin hier, um diesen Traum wahr werden zu lassen. Super. Ich kann Kugeln mit der Kraft meines Geistes aufhalten. Yeah. Ach Gottchen. Wisst ihr was? Ich hab euch alle lieb. Nein, nein. Hört zu, okay? Nein. Echt. Okay? Ja, das kenne ich. Ja, wo seid ihr denn alle? In der Küche ist keiner mehr. Grant unterhält sich mit dem Monitor. Sie schon wieder. Ich dachte, sie wären tot. Sie können nicht reinkommen. Grant. Grant ist super. Und du meditierst hier? Schön im Grünen? Was denken Sie, Samara? Macht es Ihnen auch Spaß? Ja. Wenn auch wahrscheinlich nicht so intensiv wie anderen Mitgliedern des Teams. Gehen Sie nicht einfach, wenn es Ihnen zu viel wird. Versprochen? Versprochen. Ja, vielleicht ist sie schon betrunken. Was haben wir hier hinten eigentlich noch? Grant. Besetzt. Ach, hey. Gut. Das kann ich doch nicht. Ich sehe dich doch nicht. Woher soll ich das denn wissen? Besetzt, super. Oh ja, da ist schon der Wein oder der Whisky vielleicht. Jetzt aber. Schlimmster Planet, über dem ich je abgeschossen wurde? Vor dem Krieg? Vor dem Krieg. Nur Welten mit eigenem Leben. Das dürfte Tarith sein. Eine Gartenwelt mit Chlorsümpfen. Ich halte Tarith und erhöhe auf Zoria. Die Heimat der Giftsporen und der Sportlandungen. Keiner von ihnen würde auch nur einen Tag auf Tuchanka überleben. Und Tuchanka unterstützt das Leben. Sie meinten sicher verschlingt. Genau darum geht's doch. Es gibt dort Kleintiere, die ihnen die Eingeweide rausreißen. Nun, wenn ich mit dem Kodiak abstürze, habe ich meinen Waffenschrank. Dann sollen die wilden Tiere nur kommen. Hey Männer, Fachgespräch? Keine Sorge, wir haben Spaß dabei. Sie haben also keine Schusswaffe unter Ihrem Pilotensessel? Der Waffenschrank ist auf der Brücke, praktisch in Reichweite. Eine Waffe, an die man nicht rankommt, ist praktisch nicht vorhanden. Wann haben Sie das letzte Mal mit einer Handfeuerwaffe trainiert? Irgendwann, bevor der kampftüchtige Roboter mein Co-Pilot wurde. Das ist nicht gut. Was ist, wenn Sie eines Tages mal Edi retten müssen? Das ist nicht akzeptabel. Sie sollten immer im Training bleiben. Piloten sind auch Krieger. Wissen Sie, was das ist? Ein Notfall. Bringen Sie diesen Mann raus und lassen Sie ihn Zielübungen machen. Ganz genau. Sie sollten auf der Anlage ein wenig üben. Stimmt's, Commander? Sie kriegen mich nicht zum Schießen. Meine Testosteronwerte sind ziemlich hoch. Ich fliege eine tödliche Kriegsmaschine. Schon vergessen? Ja,
Ja, wen unterstützen wir? Ach, Joker. Wer ist das hier eigentlich? Cortez. Ach so. Ich dachte, es wäre Jacob jetzt. Jokers Bodycount ist ziemlich hoch. Sie müssen ihn nirgendwo hinbringen. Hier geht's nicht darum, Joker zu besiegen, sondern darum, auf das Schlimmste vorbereitet zu sein. Mann, ich habe keine Schüsse gehört, als sich Rex auf Sir Cashier Shuttle gegriffen hat. Natürlich nicht. Damit hätte ich unsere beste Chance auf ein Bündnis mit den Kroganern getötet. Sie meint, sie hätten sie verwundet. Ha! Dann sollten wir vielleicht trinken. Auf den Verstand und auf die Waffen. In Ordnung. Großartige Party. Man sieht sie später auf der Tanzfläche. Warten wir es ab. Hilfe, mein Glas ist leer. Ja, das muss ich mir merken. Das ist gut. Wo sind denn die Damen alle? Ach so. Absolut. Biotik ist beeindruckend. Ich habe nie was anderes behauptet. Sie meinen aber damit, dass sie nicht so beeindruckend ist. Ich meine überhaupt nichts. Ich sage lediglich... Ach, scheiße. Nein, schon gut. Ich bin sicher, hier fühlt sich niemand beleidigt. Noch nicht. Mag sein. Was wollen Sie eigentlich sagen, James? Ich sage nur... Also, was ich sagen will... Ich meine, sehen Sie sich diese Waffen an. Mit Biotik bekommen Sie nicht so ein großartiges Instrument. Diese körperliche Perfektion, wie Sie sie vor sich sehen. Okay, Sie arbeiten dafür. Verstehe. Ich mein's ernst. Sehen Sie mich nur an. Weiter. Ich weiß nicht, ob Ansehen ausreicht. Können Sie Ihr Argument weiter unterfüttern? Kommen Sie nur näher. Nicht schüchtern sein. Ja, nicht schüchtern sein. Hey, was geht hier ab? Benehmen sich alle? Natürlich, Shepard. James erklärt gerade, dass körperliches Training besser ist als Biotik. Wirklich? Den Schuh wollen Sie sich anziehen, James? Kommen Sie, Lola, Sie müssen mich dabei unterstützen. Biotik ist stark, aber unberechenbar. Diese ganze Abklingnummer... Shepard, wo haben Sie den denn gefunden? Ich klinge niemals ab, Großer. Sein Körper kann man verbessern, aber Biotik, die ist, wie sie ist. Er scherzt. Richtig, James? Ich meine, worauf genau wollen Sie hinaus? Okay. Vielleicht meine ich nicht die Konditionierung an sich, sondern die Konditionierung eines gewissen James Vega. Kommen Sie, Ashley. Nicht wahr, Liara? Sehen Sie sich das an. Dieser Kerl braucht nie eine Abklingzeit. Im Gegenteil. Je heißer, desto besser. Ein Brüller. Seien Sie still und machen Sie ein paar Sit-Ups. Kasumi... Ich guck doch nur. Ach, bei der Göttin. Ja, ich bin für die Biotik. James, das ist dumm. Die Biotik wäre der klare Sieger. Wir reden hier über die Nutzung dunkler Energie. Ja, verstehe schon. Sehen Sie sich um. Diese Diskussion konnten Sie nicht gewinnen. Ist okay, Mann. Dummkopf. Schon okay. Mal gewinnt man, mal verliert man. Ashley, könnten Sie mich nicht unterstützen? Nicht ohne eingehendere Untersuchung. Wirklich? Ich denke, das lässt sich machen. Also, dann? Okay, Drinks, Snacks, bedienen Sie sich. Ja, ach, hier ist ja noch wer. Darf ich Sie etwas fragen? Du kannst mich alles fragen, Edie. Als Sie noch glaubten, ich sei eine einfache VI, da haben Sie Bemerkungen über meine Stimme gemacht. Oh nein. Ich möchte verstehen, warum Sie meine Stimme sexuell attraktiv finden. Oh, das ist ja schon länger her. Ich weiß nicht mal mehr, was ich da genau gesagt habe. Soll ich meine Aufzeichnungen, Ihre Äußerungen für Sie abspielen? Ich möchte das lieber nicht. Stimmt irgendwas nicht?
Ich habe Spezialistin Trailer gefragt, warum sie meine Stimme sexuell attraktiv findet. Ach, wirklich? Ach, sei still, da kannte ich dich noch gar nicht. Einmal haben sie gesagt, sie würden gern, ich zitiere, meine Stimme gegen die Wand nageln und mit ihrer Zunge ihr Schlüsselbein ablecken. Nun, das ist aus dem Zusammenhang gerissen. Sie sprachen über Quantenverknüpfung und ich wusste nicht, dass sie eine KI sind. Außerdem habe ich nur Spaß gemacht. Dazu der Stress wegen der Nachrüstungen und... Wirklich? Mein Diagnoseprogramm sagt, sie seien tatsächlich erregt gewesen. Sie haben ein Diagnoseprogramm? Cerberus hat Ihnen beigebracht, Körpersprache zu analysieren? Verlässlichere Resultate erhalte ich durch die Messung der Pupillenerweiterung und die Temperaturwerte der erogenen Zonen. Ach, du meine Güte. Man muss fair bleiben, Trainer. Edi hat das Recht, tatsächlich gemachte Aussagen zu hinterfragen. Wir unterhalten uns später noch. Mich hat einfach interessiert, wie Trainer ein sexuelles Empfinden für etwas entwickeln konnte, das zu dem Zeitpunkt eine körperlose Stimme war. Ihr seid alle furchtbar. Edi, ich entschuldige mich dafür, dass ich gesagt habe, ich würde mich gerne nackt mit ihrer Stimme in Satinbettwäsche wälzen. Oh, ich fand das nicht schlimm. Im Gegenteil, es war schmeichelhaft. Auch der Teil, wo ich ihre Stimme an den Haaren packen und mich ihr an ihrem Rückgrat entlang nach unten arbeiten wollte? Das merken wir uns mal für später. Ich erinnere mich nicht daran, dass Sie das gesagt haben, Samantha. Oh, dann habe ich's also nur gedacht. Vergessen Sie's. Sehr interessant hier. Wie viele Schlafzimmer gibt es hier überhaupt? Ja, Kasumi ist ein wenig zurückhaltend. Sie taucht überall immer wieder auf. Meine Güte, das war peinlich. Daran war überhaupt nichts peinlich. Sexuelle Anziehung ist bei organischen Wesen etwas Natürliches. Und angesichts ihrer Orientierung und ihres Interesses an synthetischen Wesen... Wir können jederzeit aufhören, darüber zu reden. Falls Interesse besteht, hätte ich eine Liste von Extranet-Sites, die sich mit romantischen Beziehungen zwischen organischen und synthetischen Wesen beschäftigen. Nein! Nein, also... Sie können doch nicht... Nein! Oh, okay. Klar, schicken Sie sie mir. Na also... Ja, stille Wasser sind tief. Unser Wasser kocht noch hier, schön. Sollen wir nicht alle ein bisschen köcheln gehen? Wir haben da einen Pool oben. Ihr dürft nur nicht so weit rausschwimmen, ja? Oh, sehen ich kann Sie mich nicht Zaun so an. Drum bauen. Wie denn? Mit diesem, ich wollte zusehen, wie sich Joker in der Schießanlage die Hände bricht, Blick. Es ist nicht in Ordnung, Leute runterzumachen, nur weil sie Einschränkungen haben. Ja. Oh, als nächstes erzählen sie uns vermutlich noch, dass es nicht okay ist, wenn die Starken die Schwachen fressen. Aus Sicht der Schwachen ist das sicher so, ja. Aber es sind doch alle schwächer als ich. Was soll ich denn dann essen? Weißeln, Dresch, Schlund, Fleisch. Ja, auch gut. Grunt war bis jetzt der Beste. Allerdings steht er so ein bisschen außerhalb hier. Ihr wollt nicht mehr mit mir reden, ich sehe das schon. Grunt, was hast du? Hast Wie du noch war was? Der Name? Ah, ja, nein. Er ist Hauptsache, er ist glücklich und beschäftigt. Grunt. Er sagt nichts mehr. Und Kasumi immer noch? Oder schon wieder hier? Nein. Das ist ein Schrank. Ach so, ja richtig, Samara. Ja, was machen wir denn jetzt? Noch mehr Gas geben? Geht das denn überhaupt?
Aber er steht auch stur hier. Nein. Tja, und jetzt, Glyph? Commander, Ihre Gäste scheinen sich zu amüsieren. Was soll ich jetzt tun? Oh, wir können tanzen. Moment, im Moment nichts? Ich will mich erst noch um einiges kümmern. Jawohl, Commander. Gucken wir mal, ob die vielleicht doch noch irgendwas sprechen. Wie waren denn Ihre Jäger? Viel kompakter als alles, was ich in diesem Zyklus gesehen habe. Ein Pilot erhielt nach Ende seiner Ausbildung einen eigenen Jäger, den er benutzen konnte und in Top-Zustand halten musste. Im eigenen Schiff begraben zu werden, war eine Ehre, ein Beweis für überragende Fähigkeiten und unbedingten Einsatz. Wow, mir kommen gleich die Tränen. Da fragt man sich doch, wie sie es sich leisten konnten, einen unbeschädigten Jäger zu verlieren. Ich bin genervt, aber davon lasse ich mir nicht die Party ruinieren. Oder besser, wir lassen uns die Party nicht ruinieren. Stimmt's, Williams? Oh, lassen Sie mich da raus, Hombre. Mehr Drinks, ja? Jacob. Ja? Da sagen Sie nicht mehr. Oh, ihr seid so ruhig. Ja, Kazumi, man weiß nie so genau. Schön, Sie wiederzusehen. Hallo, Shepard. Hallo, ja, man weiß nie so genau, wo Kazumi auftaucht als nächstes. Das hat sie aber damals auf der Normandie, hat sie das nicht gemacht. Sie ist auch ein wenig schüchtern, habe ich so den Eindruck. Als Sie jünger waren, haben Sie da Leute einfach nur so zum Spaß herumgeschleudert? Leute? Leute, Sachen, Zeug, Haustiere, Autos. Natürlich nicht. Oh ja. Oh ja, verdammt. Nur Samara. Samara macht mir Sorgen da unten. Naja, gleich wird getanzt. Okay, wenn Sie nur noch Commander sagen, dann ist, glaube ich, nicht mehr sehr viel mit Gesprächen hier. Ich frage mich, wo Kazumi ist. Na, die wird sich irgendwo zugestellt haben. Auf falsche Lippenhaare falle ich nicht rein, Salarianer. Nein. Ich frag mich, ob wir hier spielen können, auch mal. Shepard hat keinen Halbbruder, der Sheppy, der Volus heißt. Kein Zutritt. Sheppy, der Volus. Hey, Shepard. Okay, ihr habt nichts mehr zu sagen, ich merke das schon. Da oben vielleicht noch. Commander? Hallo, Shepard. Hallo. Sie verkaufen Kekse? Also, nein, ich darf sie nicht reinlassen. Mist. Kekse hätte er gerne gehabt. Können wir hier eigentlich jetzt raus? Da ist doch gar keiner. Grunt, mit wem sprichst du? Passiert? Sie sollten das Sicherheitssystem wirklich aktualisieren lassen. Aha. Oh gut, hier geht's nicht raus. Pantomime haben definitiv keinen Zutritt. Es gibt keine Kiste. Es gab nie eine.
Ja, wir ziehen das jetzt voll durch. Was? Mit Grunt. Ich möchte hören, was er sonst noch zu sagen hat. Shepard. Also ihr habt definitiv nichts mehr zu sagen. Oh, hier ist ein Blumentopf. Hallo, Commander. Ihr scheinbar auch nicht. Ich verlaufe mich jedes Mal hier in der Wohnung. Ich wollte gar nicht in die Küche. Ich wollte zu Grunt. Nein. Ja, hier draußen ist aber auch niemand. Ganz schön laut die Musik, oder? Wenn man das hier draußen auch so gut hört. Naja, es sind dünne Wände wahrscheinlich. Einfach weitergehen, Kumpel. Ich bin gespannt, ob Grunt auch tanzt. Aber vielleicht spielt er Klavier. Shepard. Ist das echtes Leder? Das fühlt sich an wie echtes Leder. Nein, Kunstleder. Von einem Kunstledertier. Sie haben ihren Kampf um das Recht auf eine Party soeben verloren. Das versuchen wir noch ein paar Mal. Ach, hier geht doch bestimmt keiner rein. Hier ist doch nichts los. Ist das nicht teuer, wenn das die ganze Zeit an ist? Was ist hier eigentlich noch? Das geht nicht auf, okay. Hallo, Shepard. Hallo. Hallo, Commander. Hallo. So, ja richtig, sie meditiert ja immer. Das hat sie auch auf der Normandie schon gemacht. Der Bedarf nach einer sofortigen Margarita-Intervention ist keine echte Krise. Raus hier! Wie geht's? Alles gut bei euch? Suche ich Kazumi? Kann das sein? Nein. Ich glaube, so langsam geht ihm auch die Luft aus. Shepard! Ja. Erstklassig und teuer. Ich wusste doch, dass wir irgendwo Kazumi noch mal treffen. Hallo, Shepard. Hallo. Ach so, hier war sie ja schon. Commander, schön, also, Sie wiederzusehen. Auf der Suche nach Kazumi. Er hat nur noch Nein drauf. Ich nehme ein. Achso, hier war sie ja auch schon. Ja, dann haben wir es jetzt, denke ich mal. Nein. Commander, Ihre Gäste scheinen sich zu amüsieren. Was soll ich jetzt tun? Ja, dann tanzen wir.
Mach die Musik lauter, damit die Leute tanzen können. Sehr gut, Commander. Ich hatte bislang kaum Gelegenheit, meine Hüpf- und Wackelfunktion einzusetzen. Ja, sehr schön. Ja, tanzen werden wir in der nächsten Folge. Diese Folge ist schon seit 10 Minuten vorbei. Ich hab's gar nicht gemerkt. Dann bedanke ich mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.